So, servus Leute, ich habe mir Payday 2 geholt, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Ich muss aber mal kurz in Optionen mal ein bisschen leiser machen, weil ich glaube, man hört mich nicht so gut. Schon besser. Jo. Gut. Also ich habe das Spiel schon mal vorgezockt auf der Xbox. Von Aiming her hat es mich nicht so überzeugt, aber es lag wahrscheinlich eher am Xbox-Controller als am Spiel selber. Vom Spielstil ist es ein bisschen wie Payday 1, finde ich jetzt. Aber dennoch gefällt es mir. Viele neue Sachen sind dazugekommen. Zum Beispiel hier, dass man sich Waffen kaufen kann. Ich habe jetzt schon mal die AK gekauft mit einem ACOG-Visier drauf. Und hier die zweite Pistole. Genau. Ich pack das einfach mal rein. Tribe Mine. Equipped. Okay. Jo, dann zocken wir einfach mal eine Runde. Wir spielen im Offline-Modus. Ja, ich habe eigene Maske. Habe sie noch nicht modifiziert, weil ich nicht so viel Geld habe. Mit 7000. So, CrimeNet Offline. Nehmen wir mal was Einfaches, weil ich ja voll der Noob bin und so. Nehmen wir das mal. Alles klar. Okay. Ich hab's jetzt auf die englische Version. Auf der englischen Version. Hoffe, das sollte nicht so schlimm sein. So, bereit, auf geht's. Ich überspringe das mal, weil da kommt eh nichts außer Subtext. So. Juwelier, gut. Also, ihr seht schon, zum 1er, also beim 1er, beim PD1, hattest du direkt die Maske auf, musstest reinstürmen. Hier kannst du erstmal deine Umgebung observieren und wenn du Bock hast, dann die Maske aufsetzen. Also wenn du alles gesichtet hast. Und dann geht's erst los. Das finde ich eigentlich ganz cool. Der ist aber schön gepanzert. Jetzt bin ich hier reingestiegen. Ne, ich bin auf der anderen Seite reingestiegen, genau. Aber der Nachteil ist halt, ich kann jetzt auch nicht rennen. Ich muss jetzt die ganze Zeit so langsam laufen, damit ich nicht auffalle. Hier möchte ich gerne rein. Aber es ist auffällig, wie ihr seht. Kommt dann dieses Fragezeichen, weil er merkt, da ist irgendwas. Und es füllt sich dann langsam auf. Wenn es ganz voll ist, haben sie dich bemerkt. Ja, was mache ich? Wie gehe ich da rein? Na du? Wenn ich da einfach reingehe, was passiert dann? Gar nichts, okay. Hit the display cases. Dann kann ich nicht rein, weil dann geht's direkt los. Ach komm, machen wir es mal nicht so umständlich. Oder? Was macht er jetzt? Oh shit. Oh shit. Okay, ja, jetzt hat er mich bemerkt. Down on the ground, all of you. Down on the ground. Down on the ground. So, jetzt versuchen wir mal hinten die. Down. Stay low. Fuck. Oh fuck. Muss ich mir mal ein paar Geiseln klar machen. So, erstmal alles kaputt machen hier. So, zack, 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 zack. Es muss alles schnell gehen. Kein Bock, wenn die ganzen Cops da sind. Zack, 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 zack. Ah, da ist auch noch was. Zack, zack. So, dann holen wir uns mal schnell drüben den Tresor. Okay, C4 habe ich noch nicht. C4
wir haben jetzt nur 26.000 ergattert. Ich hole mir schnell hier eine Geisel. Okay, geht nicht mehr. Sollte eigentlich gehen. Ja, ich hole mir schnell noch ein bisschen Dinger hier. Solange die Cops noch nicht da sind, kann man das schnell ausnutzen. Ah, scheiße. Ich sollte es mal leiser machen, weil ich glaube, das ist ziemlich laut. Okay, nein, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich will nur das Kleine. Nur zack, zack. Damit es ziemlich schnell geht. Ah, fuck, jetzt gehe ich mal lieber hinter. Nimm noch eine Geisel. So, zack. Ich glaube, die Kasse. Ne, da ist keine Kasse, okay. Oh, scheiße. Ja, okay, jetzt gehe ich mal nach hinten. Einen Augenblick mal, ich pausiere kurz das Game. Und mach mal die Soundeffekte leiser. Voice. Ja, toll. Das Voice kann ja anbleiben. Okay, jetzt ist es ein bisschen leiser, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Gibt's hier noch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Okay, ich verkämpfe mich jetzt einfach mal hier in der Ecke. So. Ich überlege gerade, wie ich diese Tasche hier benutzen kann. Also ich probiere gerade alles aus, nicht wundern. Ach so, okay, auf G. Was ist das? Mine oder was? Dann platziere ich die aber vorne irgendwo hin. So, wir haben jetzt ohne diesen Tresor 55.000. Das ist ziemlich gut. Okay, geil, das ist echt eine Mine, Tatsache. So, jetzt sollen die mal hier hinterkommen. Also dann safe mir nämlich hier den Raum. Weil sie von außen nicht reinkommen können. Ja, ich komme gerade nicht raus. Wie gesagt, ich muss ja erstmal. Also da komme ich raus. Aber ich muss noch auf dieses Scheiß hier warten. Ach fuck, ich brauche noch eine Tasche extra. Scheiße. Und fuck, die Cops kommen. Oh mein Gott. Ja, die KI, weiß ich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt nimm die Scheiße mit und geh. Ah, fuck. Ja, und jetzt hinter. Boah, was macht der denn da, Alter? Mein Aim. So, Tasche ablegen erstmal. Oh Mann, Mann. Aber irgendwie gehen die Minen nicht hoch. Entweder mache ich was falsch. Oder. Ne, eigentlich sollte ich da nichts falsch machen. Scheiße. Immer schön den Kopf zielen. Warte mal. Ja, dann nehme ich mal die Tasche mit. So, ey. So, zack. Tu die schon mal wegbringen. Ja komm, scheiße, Alter. Ich bin gleich dort. Fuck. Mit der Pumpe auf die Distanz auch nicht schlecht. Komm, save me. Das Schöne ist, du hast dann wieder ein halbes Leben. Aber du darfst nur zweimal sterben.
sonst ist die Mission für den Arsch. So, schnell Tasche rein, zack. Jetzt brauchen wir noch 2000, sag ich schon. Oh fuck. Jetzt brauchen wir noch 2 Taschen. Ah, Mann. Wieso ist der hier? So, letztes Reinstall. Oder Restart. Man muss sich mit dem leben. Zweimal noch zum Bus rennen. Weil die Lappen nehmen ja keine Dinger mit. Keine, hier, Taschen. Ich darf alles allein machen, weil die so scheiße sind. Aber Waffen kann man leider nicht aufheben. Alter. Schluck mal meine Munition. So, jetzt hätte ich Zeit. Jetzt hätte ich Zeit, schnell zu Dingsen, zu die Ding zu bringen. Weil die Cops jetzt erstmal wieder sich neu formieren. Wie er sagte. Aber es ist noch nicht fertig. Aber gleich. So, schnell. Zack. Bin ich hier zu blöd? Zack, zack, zack. Komm schon. So. So, mal schauen, wie ich das jetzt anstelle. Oh fuck. Wie ihr sehen könnt, ist das Aiming nicht so der Knüller, wenn ich. Oh mein Gott. Schon, die reagieren nicht mal. Hallo, hinter dir ist einer, du Trottel. Die KI ist einfach nur legendär. Hallo? Was machen die denn? Mein Gott, Alter, so scheiße kann man doch nicht sein. So, Sniper down. Ist da einer gewesen? Ja. Zack, erstmal hier den Weg safe machen. Darf ja kein Leben mehr verlieren. Fuck, jetzt kommt da noch einer. Hallo, Jungs, wollt ihr mal was machen? Ach, fuck, ey. Reagiert doch mal, du Trottel. Oh, es ist chillig, dass ich da einen Timer hab. Oh mein Gott. Dann weiß ich immer ganz genau, oder circa, wie mein Video lang ist. Komm jetzt schnell. Ah, fuck. Jump. So, ich campe jetzt in einem Auto. Ja toll, ich brauche eins noch. Meine Fresse, wie soll ich das anstellen? War da nicht irgendwo ein Scharfschütze? Ich traue mich hier gerade nicht raus, weil ich so wenig Leben habe. Die kriegen auch nichts gerade gebacken. So, als wäre ich allein. Ja, komm jetzt, hopp. Wir müssen noch einmal rein und schnell raus. Sieht aber schlecht aus. Meine Fresse, Alter. Fuck. Ein Wunder, dass ich noch lebe. So, komm, eins brauche ich noch. Ein Teil hier. So, nehmen wir das hier. Fuck. Komm, 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 komm. Zack. Komm jetzt einmal noch vor und dann bin ich durch. Aber mein Leben.
Scheiße. Komm, ein Sprint geht. Ja, komm. Ja, ich will jetzt abhauen. Komm. Ja. Boah, gerade noch geschafft, ey. Mit so wenig Leben. Schön, schön. Jo, hoffe, es hat euch gefallen. Also mir macht das Spiel extrem Spaß. Auch wenn man am Anfang ein bisschen wenig verdient. Aber es sollte mal nicht so tragisch sein. Oh, Level up. Geile neue Waffe, vielleicht hole ich mir die. Aber mit 15.000 geht da nicht so viel. So, das haben sie auch neu gemacht. Man darf eine Karte auswählen und dann kannst du was dazu kriegen, zum Beispiel Waffenteile, Masken, Sachen oder Geld. Ich kriege jetzt ein Waffenteil und zwar einen Schalldämpfer. Für eine Waffe, die ich noch nicht besitze, das ist der Nachteil. Na gut, ich werde das Spiel jetzt öfters spielen und öfters Let's Plays rausbringen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen nach oben, dann weiß ich ganz genau, ihr wollt mehr sehen. Und ich verabschiede mich hiermit, haut rein, bis zum nächsten Mal.